Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute das Projekt vorstellen zu können. Und wie Sie gehört haben, es ist eine Mission Impossible. Und deshalb braucht man Mut zur Lücke. Also ich kann nur einige Anwendungen Ihnen zeigen, vielleicht eine kleine Idee davon geben, in welche Richtung das Programm gehen möchte, gehen will. Und dann haben wir ja vielleicht noch ein paar Minuten Zeit, Fragen zu klären, darüber hinausgehend. Das menschliche Gehirn ist eines der kompliziertesten Systeme, was wir uns vorstellen können. Und es ist auf verschiedenen räumlichen Skalen organisiert, wie der genetischen Skala, der Ebene einzelner Zellen und ihrer Fortsätze, der Ebene von einzelnen kleinen Schaltkreisen, Mikroschaltkreisen. Dann gibt es die Ebene von Geweben mit ihrer Architektur, Verteilung von Molekülen zum Beispiel. Und es gibt natürlich die systemische Ebene, die gerade für uns als Ärzte natürlich besonders interessant und wichtig ist. Und wenn wir uns nur diese eine Ebene der Zellen angucken, dann muss man einfach feststellen, es gibt im menschlichen Gehirn 86 Milliarden Zellen, vielleicht etwas mehr. Es gibt nochmal die gleiche Anzahl von Gliazellen. Und wir wissen zumindest von den Zellen in der Hirnrinde, dass sie jeweils 10.000 Synapsen haben. Jede Synapse kann an oder aus sein, wenn man es einfach darstellt. Dann kommt man auf 2 hoch 10 hoch 15 mögliche Zustände zu einem besonderen Zeitpunkt nur. Und das ist eine Zahl, die ist so groß, dass wir sie uns lange schon nicht mehr vorstellen können. Und dass letztendlich auch dieses System mit den heute gängigen Verfahren, Methoden, Computern überhaupt nicht beschreibbar ist. Man muss also versuchen, sicherlich zu reduzieren. Man muss versuchen, Modelle zu entwickeln und diese Modelle kann man testen in Simulationen. Und wenn man dann in der Simulation bestimmte Parameter rausbekommen hat, kann man die wieder zurück in das NASS-Labor geben und kann diese Hypothesen, die man vielleicht mit Simulation entwickelt hat, wieder vergleichen mit dem biologischen Objekt. Das ist so ein bisschen die Idee, warum Simulation so ein interessantes Medium ist. Und ganz klar ist auch, wir werden viele Fragen haben, die nur mit Big Data zu untersuchen sind. Davon hatten Sie heute Vormittag schon gehört. Darüber hinaus aber gibt es natürlich nicht nur diese Ebene der verschiedenen räumlichen Skalen von der Mikrometerebene bis zum Zentimeter, sondern es gibt natürlich auch noch die zeitliche Ebene. Und die fängt mindestens bei Millisekunden an, wenn wir an Aktionspotenziale gehen, denken. Aber sie führt letztendlich bis in die ganze Lebensspanne hinein. Und Lebensspanne bedeutet eben auch, dass wir uns über die Jahre hin verändern. Und das trifft auch, Mick will nicht weitergehen. Streik gerade? Doch, da ist er. Naja, und es ist letztendlich auch klar, dass das Gehirn, was diesem Verhalten zugrunde legt, natürlich über die ganzen Jahre auch sehr stark sich verändert hat. Und wir wollen gar nicht darüber nachdenken, was vielleicht an Drogen, ähnlichen Alkohol, wie auch immer dazugekommen ist. Natürlich formt es das Gehirn auf eine ganz spezielle, auf eine ganz individuelle Art und Weise. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, das ist die Simulation des Gehirns, dann ist das eigentlich nicht richtig, denn das Gehirn ändert sich und es gibt auch nicht nur ein Gehirn, es gibt sehr viele Gehirne und es gibt sehr viele Menschen. Und letztendlich, wenn wir verstehen wollen, wie Hirnorganisation ist, dann muss man auch eben diesen Faktor von individueller Variabilität berücksichtigen. Und das ist häufig eben nicht bis jetzt der Fall gewesen in solchen Simulationsansätzen. Es gibt also viele, viele offene Fragen in den Neurowissenschaften, wie das Gehirn Informationen speichert, wie die Protokolle sind, Informationen weiterzugeben, was eben Variabilität bedeutet für Funktion, für Verhalten. Und das hat natürlich klare Auswirkungen auf das Verständnis von Erkrankungen. Warum sind manche Patienten anders als andere? Warum profitieren einige besser, andere schlechter? Wie kann man die verschiedenen räumlichen Skalen überbrücken und zeitlichen Skalen? All diese Fragen werden wir natürlich nicht kurzfristig beantworten können, nicht in 5 Jahren, vielleicht auch viele von Ihnen noch nicht in 10 Jahren. Aber wir sind überzeugt, dass wenn man eine Infrastruktur für Forschung schafft, neue Methoden entwickelt und gesammeltes Wissen überall, was in Europa, in der Welt entsteht, wenn man versucht, das zusammenzubringen, dann hat man zumindest eine gute Möglichkeit, diese Fragen besser zu adressieren und auch diese Komplexität des Gehirns besser zu adressieren.
Gut, das Human Brain Project ist also eines von zwei sogenannten Flagship-Projekten, das von der EU gefördert wird. Und zwar kommt es aus einer Ecke, die heißt Future and Emerging Technologies. Das ist also kein Health-Projekt. Es war ein Projekt, was Technologie von Anfang an befördern sollte, aber eben deshalb befördern sollte, um eine ganz konkrete wissenschaftliche Fragestellung, nämlich die Hirnorganisation, zu befördern. Es hat eine 10-Jahres-Perspektive und das ist sicherlich einmalig. All die von uns, die darunter leiden, dass sie immer nur 2 oder 3 Jahre Forschungsprojekt haben, die sind natürlich sehr froh, wenn man einmal so einen großen Rahmen hat. Es sind ja 400 Wissenschaftler unmittelbar beteiligt, aber natürlich sind in den beitragenden Instituten, das sind 114 im Moment, noch sehr viel mehr Wissenschaftler und Techniker natürlich daran involviert. Es gab weitreichende Veränderungen im Projekt nach einem Mediationsprozess, der letztes Jahr abgeschlossen wurde und der die Struktur doch sehr stark betroffen hat, die wissenschaftliche Struktur, aber auch die Governance. Und aktuell laufen gerade die Verhandlungen zur operationalen Phase, die am 1. April 2016 beginnen sollte. Ganz akut noch am 30. März, also in 4 Wochen, wird es einen sogenannten Plattform-Launch geben. Da wird also ein Teil der Infrastruktur in ihrer allerersten, sicherlich noch weit von Perfektion entfernten Fassung zur Verfügung stehen. Und man kann mit diesen Tools, die entwickelt wurden in den letzten 2 Jahren, arbeiten. Und man kann damit umgehen. Das ist keine Infrastruktur, die jetzt, sagen wir mal, ähnlich wie Google ist, dass man einfach nur was eintippt und sich dann durchklickt. Das ist schon eine Infrastruktur für Wissenschaftler, die bestimmte Fragestellungen haben, zum Beispiel im Bereich Simulation und die also sehr genau auch letztendlich wissen, wie sie da ihre Ziele erreichen. Wie ist die Projektstruktur? Nun, es gibt zumindest ab dem 1. April 12 verschiedene Projekte. Das beginnt mit 4 wissenschaftlichen Projekten, Mausbrain-Organisationen, menschliches Hirn-Organisationen. Dann kommen die kommt das kognitive Projekt und theoretische Neurowissenschaft. Das sind die neurowissenschaftlich getriebenen Projekte. Und dann kommen 6 sogenannte Plattformen, die genau diese Infrastruktur schaffen sollen. Also Neuroinformatik, Simulation, High-Performance-Computing und Analyse, medizinische Informatik, Neuromorphous Computing, Neurorobotics. Dann haben wir natürlich eine Verwaltung. Wie sollte es anders sein? In so einem riesigen Projekt ist auch die Verwaltung entsprechend riesig. Und es gibt einen 12. Punkt Ethik und Gesellschaft, den ich persönlich auch besonders wichtig finde, weil man von Anfang an sich letztendlich damit dazu bekennt, dass solche Entwicklungen natürlich ethische Herausforderungen an die Gesellschaft stellen und dass man damit lernen muss, umzugehen. Diese 12 Säulen, die haben wir versucht, miteinander besser zu verzahnen, indem sogenannte Co-Design-Projekte entstanden sind. Und dafür gibt es im Moment diesen Überblick von 6 verschiedenen CDPs oder Co-Design und die gehen durch die einzelnen Forschungsprojekte durch. Und die Idee ist, dass man Neurowissenschaftler zusammensetzt mit Technikentwicklern und die gemeinsam ein Ziel verfolgen lässt. Und das ist überhaupt nichts Übliches, denn viele, die wie ich aus der Neurowissenschaft kommen und die natürlich auch Programme entwickeln, Software entwickeln, die machen das in der Regel nicht bis zu dem Grad, dass diese Technik für jeden einfach zu handhaben ist. Das ist nicht unsere Aufgabe als Neurowissenschaftler und wir werden dafür auch nicht bezahlt. Und die CDPs sollen genau das letztendlich erreichen, dass Neurowissenschaftler auf der einen Seite und die Technikentwicklung mit Ingenieuren, Informatikern, dass die sozusagen Hand in Hand gehen. Das ist eine der großen Neuerungen, die wir jetzt hatten nach dem Mediationsprozess. Eine konkrete Anwendung. Es gibt ein SP-Subproject Medizinische Informatik von Richard Frakowiak aus Lausanne und Anastasia Eilamaki geführt, die Datenbankexpertin ist. Und hier soll also eine übergreifende Struktur für klinische Daten geschaffen werden. Bestimmte Krankenhäuser wurden da angesprochen und arbeiten da als erste Nutzer und Mitentwickler
daran. Es geht um die Gewinnung und den Umgang von Daten, von Patientendaten. Das ist natürlich eine hochbrisante Frage, weil die müssen parallel sein, die müssen in den Krankenhäusern bleiben. Das heißt, man versucht, eine Infrastruktur zu schaffen, wo man eben unter Bewahrung dieser Randbedingungen trotzdem es noch schafft, letztendlich diese Daten analysieren zu können. Und da kommen zum Beispiel Machine Learning-Verfahren zum Zuge, die biologische Signaturen wichtiger neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen entwickeln sollen. Das ist ein Top-Thema, auch sicherlich in vielen anderen Bereichen. Ganz klar, um solche Fragen zu adressieren, braucht man einen Atlas, einen menschlichen Hirnatlas. Und all die Atlanten, die es im Moment in dem Bereich gibt, die basieren eigentlich nur auf einer einzigen Modalität. Und wie es bei dieser Karte ist, die haben so alle ihre Unzulänglichkeiten. Also die können zum Beispiel nicht die verschiedenen räumlichen Skalen oder zeitlichen Skalen aufnehmen. Und wir haben deshalb schon vor vielen Jahren in Jülich einen Atlas entwickelt, der auf der zellulären Architektur der Zytoarchitektonik basiert. Und wir entwickeln Wahrscheinlichkeitskarten, die zeigen in jedem Punkt des Raumes des Gehirns, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmtes Areal dort vorhanden ist oder nicht. Und rot bedeutet, da ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, 100%, gelb ist dann vielleicht nur 70%, blau sind nur 10%. Das heißt, das sind Karten in einem gemeinsamen Referenzraum, die darüber Auskunft geben, wo bestimmte mikrostrukturell definierte Areale liegen, die man eben im MR-Scanner so nicht sehen kann, weil die Auflösung dazu nicht reicht. Was kann man mit solchen Karten machen? Nun, man kann zum Beispiel Befunde von funktionellen Studien nehmen und kann die in Bezug auf die Mikrostruktur besser analysieren. Das haben wir gemacht, zum Beispiel für die Area 10. Das ist ein Gebiet, was direkt im Frontalhirn gelagert ist und was besonders stark sich in der Evolution entwickelt hat, bei uns Menschen besonders groß ist. Das ist die zelluläre Architektur in diesem Bereich. Wir haben aufgrund dieser zellulären Architektur zwei Areale im Frontalpol gefunden, rot und blau hier markiert, haben davon Wahrscheinlichkeitskarten gebildet, die eben Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Lokalisation des Areals in einem bestimmten Referenzraum geben und konnten dann diese Areale verknüpfen mit funktionell bildgebenden Befunden, zum Beispiel zur funktionellen Konnektivität. Und das sagt uns aus, dass das mehr mesial gelegene Areal mehr für emotionale Prozesse verantwortlich ist, wohingegen das mehr laterale mehr für kognitive und Arbeitsgedächtnisaufgaben verantwortlich ist. Das heißt, es gibt eine ganz enge Kopplung zwischen der Mikrostruktur und der Funktion, die wir ja bei Patienten oder bei Probanden testen können. Darüber hinaus, wir finden aber auch, dass diese beiden Areale sich in Bezug auf Patienten unterscheiden, zum Beispiel mit Depression. Und zwar ist interessanterweise nur wieder das mesiale Areal bei Patienten mit Depressionen verändert im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden. Das heißt, Mikrostruktur, Funktion und Dysfunktion gehen Hand in Hand, wenn wir uns die Hirnrindenorganisation angucken. Und schließlich kann sich darauf auch abbilden lassen, die Genexpression. Und auch hier finden wir wiederum Veränderungen zwischen dem mehr mesialen und mehr lateral gelegenen Areal, dahingehend, dass es Unterschiede gibt für bestimmte Transportergene, die zum Beispiel für Serotonin oder Noradrenalin verantwortlich sind. Und das meine ich damit, dass man wirklich einen Multilevel, also einen multimodalen Atlas des menschlichen Gehirns braucht, um letztendlich all diese verschiedenen Fragestellungen zusammenbringen zu können. Wir wollen aber noch weitergehen. Wir wollen in Richtung höherer räumlicher Auflösung gehen und haben deshalb 2013 das sogenannte Big Brain veröffentlicht. Das Big Brain ist ein Datensatz eines individuellen menschlichen Gehirns und es hat eine räumliche Auflösung von 20 Mikrometern. Das ist relativ viel. Es ist letztendlich fast die Ebene von einzelnen Nervenzellen. Und wenn wir jetzt in dieses Big Brain mal hineinzoomen, so ähnlich wie bei Google Earth, dann kann man durchaus sehen, wo die Nervenzellen gelegen sind. Und wir stellen uns jetzt vor, dass wir Befunde zum Beispiel aus Rezeptorkarten des menschlichen Gehirns oder auch aus funktionellen Untersuchungen oder auch von Patienten mit dieser hohen Genauigkeit in das Big Brain eintragen können. Das Big Brain ist so eine Art Container oder eine Art Datenbasis, um eben auch Befunde, die auf der laminären Ebene sind oder auf der kolumnären Ebene sind, um die ortsgenau darstellen zu können und ablegen zu können.
Und unten links von Costantini et al., da sehen Sie, wie dreidimensional zum Beispiel mit Hilfe von 2-Photonmikroskopie oder Lichtfeldmikroskopie, Lichtblattmikroskopie, einzelne Nervenzellen und ihre Axone dargestellt werden können. Und es gibt unglaubliche, tolle, neue optische Methoden, mit denen man wirklich auch noch viel, viel weiter nach unten in die Auflösung reingehen kann. Aber man kann in der Regel keine ganzen menschlichen Gehirne damit darstellen. Das menschliche Gehirn ist halt ziemlich groß und diese optischen Methoden können das nicht leisten. So, das ist die Idee letztendlich, warum wir ein neues Referenzgehirn brauchen. Und wir labeln das, also wir bezeichnen bestimmte Areale mit diesem Referenzgehirn und sammeln also dort verschiedene oder integrieren verschiedene Daten. Braucht man das, um die Funktion des lebenden menschlichen Gehirns zu verstehen? Ja, man kann das durchaus umsetzen und ein Beispiel kommt von meinem Kollegen Rainer Göbel aus Maastricht, der solche zweideutigen Stimuli untersucht. Und wenn Sie mal versuchen, dem Stimulus zu folgen, dann können Sie zwei verschiedene Möglichkeiten da sehen. Das eine ist, Sie sehen so eine Bewegung von unten nach oben und das andere ist eine Bewegung gegeneinander zu. Und Sie können zwischen beiden Bewegungsmustern eigentlich ganz gut umschalten. Also man kann sich auf das eine konzentrieren, man kann sich auch auf das andere konzentrieren. Und die Frage ist, kann man das im Gehirn sehen, ja, wenn man sozusagen umschaltet? Und man kann es in der Tat, und zwar in einem sogenannten bewegungssensitiven Areal, das heißt V5-MT. Und was Sie jetzt sehen in Rot und in Blau, das sind die einzelnen Zellsäulen, das ist also weit unterhalb der Millimeter-Ebene, die also nach oben oder nach unten gehen, je nachdem, ob der Proband gerade die eine Präferenz hat oder die andere Präferenz. Also atemberaubende Möglichkeiten, die natürlich mit Höchstfeld-MRT jetzt noch besser und stärker werden. Und wenn wir dann auf die 1-Mikrometer-Ebene gehen, wirklich auf die Ebene von einzelnen Nervenzellen im ganzen Gehirn, dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir riesige Mengen an Daten haben bei so hoher räumlicher Auflösung und das Datenvolumen und die Zeit zur Akquisition extrem ansteigen. Und wenn man nur diesen ganz kleinen rot markierten Ausschnitt hat, das sind ein paar Millimeter eines einzelnen Schnittes, dann braucht man dafür schon 8 Stunden, um das zu scannen und man braucht 1 Terabyte. Und es gibt etwa 8000 solcher Schnitte und das Ganze dann nochmal 100, weil natürlich das nur ein kleiner Teil ist. Das sind unglaubliche Herausforderungen, die wir haben auf dieser technologischen Ebene. Brauchen wir es? Ist es für uns als Ärzte interessant? Ja, ich denke schon. Denn wenn man sich den Nucleus subthalamicus anguckt, dann ist das ein Kern, der sehr wichtig ist bei Tiefenhirnstimulation und wo wir nicht genau wissen, wie die Organisation ist. Manche Patienten profitieren von DBS ja recht gut, andere nicht. Und natürlich hat es etwas auch damit zu tun, wie die Elektrode genau liegt und welchen Kern man oder welchen Teil des Kerns man erwischt. Wir haben also jetzt versucht, mit 1 Mikrometer Auflösung nur diesen einen klitzekleinen Kern dreidimensional zu rekonstruieren. Und im Ergebnis bekommen wir dann eine 3D-Rekonstruktion, so wie die hier zu sehen ist. Und lassen Sie sich nicht abhalten davon, dass das so ein bisschen wackelt. Der Kern selber ist relativ stabil. Und wenn man jetzt in dieser 3D-Rekonstruktion nur die großen Neurone klassifiziert, dann kommt man darauf, dass die Gliederung des Kerns eine hochkomplexe ist und nicht einfach nur ein Oben-Unten- oder ein Links-Rechts-Teilung ist, sondern so eine Art kombiniertes Zwiebelschalenmodell und es gibt auch Gradienten da drin. Also eine hochkomplexe Untersuchung oder Analyse, die aber nur möglich ist, wenn man das Ganze wirklich dreidimensional hat und eben nicht nur in 2D-Schnitten macht. Ganz zum Schluss, weil ich jetzt auch fast am Ende angelangt sind. Ich habe Ihnen viel heute berichten können, was in Richtung zelluläre Organisation und Struktur ist. Aber natürlich sind die Fasern besonders wichtig. Ja? Bei jedem Schlaganfall, bei MS, bei den meisten Erkrankungen sind Faserbahnen irgendwie involviert. Und im menschlichen Gehirn können wir das nur sehr schwer untersuchen. Wir haben deshalb eine Methode entwickelt mit 3D-polarisiertem Licht, die Konnektivität zeigt. Und wiederum, wir schneiden das Gehirn in sehr feine Schnitte, die müssen nicht gefärbt werden und mit Hilfe von 3D-polarisiertem Licht können wir das dann so rekonstruieren, dass wir für jeden einzelnen Punkt des Raumes die Faserverbindung wissen. Links sehen Sie ein komplett dreidimensional rekonstruiertes Rattengehirn mit der Auflösung von etwa 60 Mikrometern.
Und wir sind in einer Schnittebene, die orthogonal zur ursprünglichen histologischen Schnittebene geht. Und man kann wunderbar die langen Faserbahnen von Anfang bis zum Ende verfolgen. Und der nächste Schritt ist natürlich, das fürs menschliche Gehirn zu machen. Und wir zoomen jetzt mal in so einen Koronarschnitt rein. Beginnt mit einer Auflösung etwa von 1 mm, wie im Routinescanner. Sie sehen die Hirnrinde, das ist das Dunklere, das Weiße ist die weiße Substanz. Wir gehen auf 400 Mikrometer hoch und die vielen bunten Farbtupfer, das sind Vektoren, die aussagen, wie die Faserverlaufe in diesem einzelnen Punkt sind, bei 400 Mikrometer. Und wir werden jetzt, wir gehen sozusagen durch verschiedene Nachbarschnitte durch. Sie können sehen, dass relativ stabil diese Informationen akquiriert werden können. Und jetzt gehen wir hoch in die Auflösung bis auf 1,6 Mikrometer innerhalb der Schnitte. Und was Sie sehen, sind alles Faserverbindungen. Und die Farben sagen Ihnen, in welcher Richtung diese Fasern laufen. Extrem dicht gelegt und natürlich unheimlich komplex. Aber hier haben wir ein quantitatives Bild, das es erlaubt, diese Art von Faserverbindung von der Mikrometerskala bis auf die Zentimeterskala zu rekonstruieren. Und wir hoffen darauf, in den nächsten Jahren ein komplettes menschliches Gehirn auf diese Art und Weise rekonstruieren zu können. Das sind nur Ausschnitte aus diesem Projekt, die wir jetzt konkret beitragen, aber die Ihnen vielleicht zeigen, dass wir wirklich vor großen technologischen Herausforderungen stehen, aber am Ende wir schon hoffen, dass wir für den Patienten und auch für die Grundlagenwissenschaft einen Beitrag leisten können. Vielen Dank.